Hey Leute, hier ist wieder der Bruga und ich heiße euch wieder recht herzlich willkommen zu einer Custom Story von Amnesia The Dark Descent. Ja, ich blick langsam nicht mehr durch, ich habe so viele mittlerweile. Na gut, es sind halt nicht so viele, ich lösche sie ja gleich immer, wenn ich sie durch habe. Aber ich weiß nicht, ob ich irgendeine von denen schon mal angespielt habe. Deswegen würde ich sagen, ich nehme mal wieder eine kürzere. In dem Falle Olafs Demise, also Olafs Ableben heißt das auf gut Deutsch. Ich bin mal gespannt. Du spielst als Olaf und dein Haus ist heimgesucht worden, also wird bespukt. Sei vorsichtig und hab viel Spaß. Das wollen wir mal sehen. Ich habe nur gesehen, sie soll recht kurz sein, habe ich jetzt jedenfalls von den Comments gelesen auf mod.db. Das ist die Datenbank, wo ihr viele herkriegt. Ansonsten schaut einfach bei Frictional Games im Forum. Wenn nicht, googelt's halt einfach, was weiß ich. Ja. Man kann sich natürlich auch gerne bei PewDiePie Inspirationsquellen holen, was für Stories gut sind, aber ich mache das leider nicht so gerne. Ich lasse mir nur sagen, ob die Dinger gut sind, ob er viel rumgeschrien hat, weil das spoilert. Und irgendwie ist es hier saudunkel, oder? Naja, ich weiß gar nicht. Hallo, guten Tag. Darf ich Ihnen mal den Kopf klauen? Naja. Sind die Texturen ein bisschen schärfer, oder? Nee, da ist doch was. Will er nicht aufmachen. Der blöd. Komm schon, mach auf. Sind die Texturen nur schärfer oder ist es einfach nur dunkler? Ich habe keine Ahnung. Oh, guck mal, das ist Stefano. Hi, Stefano. Hi. Nein, lass mal stehen. Stefano hat hier nichts verloren. Es geht um Olaf. Sag mal, der will mich doch trollen. Warum geht die Schublade nicht auf? Es ist auch so dunkel hier, ne? Ach, guck mal. Moin. Nee. Nee, erstmal nicht. Ich möchte gerne eine Lampe finden. Eine Lampe und es ist so... Oh, ich sehe nichts. Ist da was? Nee. Okay. Gut. Muss ich nur viel erklären. Custom Story... Custom Stories, ihr wisst Bescheid. Amnesia und so weiter. Oh, ein Schlüssel. Den nehme ich mir gleich. Doch zuerst. Oh Gott, wird das auf einmal dunkel hier. Was soll das denn? Ich muss nur ganz kurz aus der Lichtquelle raus. Hier war doch eben eine Kiste, oder habe ich mich verguckt? Hä? Ja, ich hab's gewusst, wenn ich nämlich ein Schrittchen vorgehe, seht ihr sofort, verblasst das. Dunkelseelicht wieder. Meine Nachtsicht, wenn man so sagen kann. Was? Kakerlaken, hallo. Ah! Oh Gott! Oh Mann. Ja, ja, ja. Der erste Erschrecker, es wird wahrscheinlich noch schlimmer, kann ich euch. Oh. Bestimmt sagen. Naja. Ich dachte, hier wäre eine Tür gewesen, ist aber keine. Gut. Oh, wie fies. Da kommt halt gerade mal so ein Vieh auf dem Schreibtisch. Ich muss aber gerade mal ein bisschen lauter drehen. Ich habe das Geräusch gar nicht gehört. Ich bin mehr von dem Ding selbst erschrocken, vom Aussehen. Boah, jetzt ist es doch schon sehr laut. Jetzt brummt. Oh, eine Taschenlampe, cool. Gibt's auch wieder sowas. Wie das, was der Lego gemacht hat mit seiner Silent Hill Story. Okay. Aber irgendwie ist der Lichtkegel ein bisschen fies, also... Hä? Ah ja. Vernunfttrank. Sanity Potion. Finde ich gut. Brauche ich auch öfter als Laudanum. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen sinnbefreit, Laudanum. Denn meistens stirbt man ja eh direkt, wenn ein Monster kommt und einen konfrontiert. Das war mehr im Hauptspiel von Nöten. Okay. Hallo? Der Schrank ist leer. Nee, das gefällt mir echt nicht so. Dieser Lichtkegel, der ist so ein bisschen hässlich. Also er hat nicht so die Leuchtkraft wie die Laterne. Und die fand ich eigentlich besser. Als wäre mehr so um einen herum luminisiert hat. Oh Gott. Schweres Wort. Und die Taschenlampe hat ja so einen ekelhaften Kegel. Ja, ich habe ja... Nee, habe ich nicht. Oh, ich bin so doof. Ich lasse den Schlüssel liegen. Leute, ich weiß, ihr schreibt gerne auch oft in den Comments. Aber ihr wisst nicht, wie das ist. Ich stelle mich halt immer... Ah! 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 Nein! Okay, ich habe mir gedacht, dass du so ein erschreckter Teil bist. Nee, habe ich nicht. In dem Moment habe ich was anderes gedacht. Ja, man verliert eben oft den Faden. Ich weiß nicht, wie soll ich es beschreiben? Man ist eben am Quatschen und dann spielt man und vergisst, dass man Sachen aufgenommen hat. Was? A key to a hidden door. Was? Ein Schlüssel für eine versteckte Tür und es ist nicht diese. Gut. Ich denke mal, wenn es eine versteckte Tür ist, dann wird es irgendwo in einem Schrank sein. Eventuell. Oder hinter einem Objekt. Ey, ja, Kakis, lass mich mal kurz nachdenken. Hier ist noch ein Schrank, aber... Was wollen wir wetten? Das ist irgendwo in dem Raum daneben. Aber warte, ich will noch eine Möglichkeit. Nee. Wäre auch mal nicht so blöd, dass man irgendwas hinter einem Flügel oder...
unter den Tasten eines Flügels versteckt, oder? Ach, guck mal, das sieht doch schon sehr verdächtig aus hier mit diesen Kisten. Ja, komm schon. Hause weg. Hause weg. Kommt, weg mit euch. Weg. Weg, alles weg. Oh, lecker. Guck mal, die Sau. Uah. Das ist aber auch eine mühselige Arbeit hier. Hoppala. Das war ich nicht. Das war schon so. Ich hab's gewusst, da ist er doch. Ja, aber nicht doof gemacht. Nicht doof gemacht. Gut. Ah ja, das ist wieder ein Übergang. Ich hasse es zu sagen, aber... Was? Sei vorbereitet, wenn du hier durchgehst. Wirklich. Der Schlüssel ist gebrochen, als ich ihn benutzt habe. Vielleicht gibt es hier unten noch einen anderen. Warum? Warum sollte ich noch einen Schlüssel brauchen? Ich meine, ich will ja wohl nur einmal durch die Tür, oder? Oder schließt er sie automatisch hinter sich zu? Ich weiß ja nicht. Oh, guck mal, hier flackern die Texturen. Naja, ist ja nicht so wild. Ja. Ich benutze gleich die Zunderbüchsen. Sonst vergesse ich das später wieder. Hallo? Auch nicht um mehr Rüstungen. Komm, lass mich mal in Ruhe. Ich will erstmal die Tür checken. Okay, die ist verschlossen. Alles klar. Dann muss ich wohl hier wieder einen Schlüssel finden. Guten Tag, liebe Rüstungen. Ich hoffe, ihr tut mir nichts. Ihr steht schon so komisch da vor diesem Fass. Ich habe so den Eindruck, da ist irgendwas Wichtiges. Oh, was ist das denn? Hä? Ach, nur ein Stück Seil. Nichts Wichtiges. Ah! Ah, nein! Oh! Ja, das hab ich gemeint mit Laudanum. Ah! Du bist nicht weit gekommen. Ja, du mich auch, Spiel. Jetzt mal ohne Witz. Ich halte mal die Augen zu. Weil das tut weh. Oh! Und ich hab mich so schön hier... an die Dunkelheit gewöhnt, verdammt. Das ist wirklich Absicht, dass man jedes Mal wieder so ein bisschen... ja, geblendet wird eben. Aber ich find's leider recht nervig mittlerweile. Habe ich schon viel zu oft gesehen, denn ich weiß, wenn ich sterbe, kommt das jedes Mal. Na komm jetzt, habe ich die nicht erwischt? Vernunfttrank, den ich wahrscheinlich eh nicht brauche. Ich weiß nicht, ich gebe wirklich ganz wenige Custom Stories, wo ich das Zeug brauche. Hallo? Ich finde es halt nur cool, dass man eine Taschenlampe hat, obwohl ich ja scheinbar wieder in so einem uralten Schloss hier bin, aus dem 18. Jahrhundert oder so, wie es halt immer ist. Oder was? Oh, was? 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 War die Hauptstory? Die war doch auch so um die Zeit rum, oder? Okay. Ah ja. Oh ja, na also eine Jungfrau. Ihr mich auch. Ich nehme schon mal irgendwas, was ich schmeißen kann. Was? Das war... Nein. Ah. Da ist der Fahner. Wie geht's dir? Warum heißt der eigentlich so? Ich habe das irgendwie mal verpasst. Keine Ahnung. Was? Haha. Ich habe den Kellerschlüssel gefunden. Vielleicht kann ich... Oh Gott! Der kam ein bisschen verzögert, aber ganz schön fies. Hey, ist der Fahner. Wie geht's dir? Bleib in der eisernen Jungfrau. Also ich habe den Kellerschlüssel und vielleicht kann ich damit irgendwas öffnen, sagte er wohl. Aber ich will erstmal hier schauen. Da ist doch bestimmt was versteckt, oder? Lass mich durch! Was ist das denn? Ih, das sieht... Okay, ich dachte, das wäre was anderes. Ich will es jetzt nicht genau definieren. Oh yeah, Öl. Aha, da ist nichts. Ah? Ein verlorener Schlüssel. Was ist da drin? Ein Stück Kohle. Ein leuchtendes Stück Kohle, das ich komischerweise anfassen kann. Und dass es mir was tut. Also in dem Fall Finger verbrennen oder so. Na gut. Aber mit dem Öl sind sie wohl ganz großzügig, denke ich. Bis jetzt ist es sehr moderat, der Verbrauch, muss ich schon sagen. Hm, das ist jetzt die Frage, wenn es hier weitergeht. Warum habe ich jetzt zwei Schlüssel? Warum habe ich... Ja, den Old Key. Für die Kellertür. Was? Ah! Was? Wollt ihr mich rollen? Ein Schlüssel, der vor einigen Jahren schon verloren gegangen ist. Na super, und jetzt? Ja, Leute. Die Tür ist zu. Geht nicht auf. Da, guck. Mhm. Habe ich irgendwas mit meinen Notes? Keine Mementos vorhanden. Okay. Okay. Ich frage mich gerade, warum ich diesen Brocken da mitnehme, aber... Naja, ich nehme mal mit. Man weiß ja nie, für was man den Brocken brauchen kann.
Ja, Leute, und jetzt soll ich zurück, oder? Ey, ja, gut, dann gehe ich halt zurück, meine Güte. Wenn ihr es so wollt. Total bescheuert. Ja, die Tür ist verschlossen, das habe ich mir gedacht. Hey, ich komme wieder zurück. Ja, was hat denn das jetzt für einen Sinn gehabt? Was? Komm mal, warum sind die Kisten jetzt wieder da und warum ist die Musik eben so komisch gewesen? Oh Gott. Mensch, das kannst du übertreiben hier. Gut. Nee, nicht gut. Für was? Warum ist das Geräusch auf einmal? Finde ich ja total widerlich. Kann ich jetzt nicht vielleicht hier hoch oder was? Oh, ich nehme mal ein Öl. Ich glaube, ich kann es mir erlauben. Ich habe ja noch nicht wirklich viel gebraucht. Nö. Ach so, jetzt, warte mal. Ah, jetzt geht die Tür auf. Sehr schön. Aber warum die ganzen Kerzen, frage ich mich. Was? Nein, 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 ich kann mich. Oh, ich wollte schon sagen, ich kann mich nicht bewegen. Wäre auch ein bisschen fies gewesen. Okay, rote Kerzen. Die mag ich ja allgemein nicht gerne. Die sind immer irgendwie ein bisschen unheimlich. Ah, noch mehr Öl. Sehr schön. Nichts. Oh, doch. Ein Vernunfttrank. Aber den gibt es irgendwie viel zu viele. Das macht mich ein bisschen stutzig. Und Blut. Blut ist schön. Ja, komm. Ihr lasst mich durch. Ich tue euch auch nichts. Dankeschön. Und jetzt muss ich erstmal ein bisschen Klavier spielen zur Entspannung. Ich kann aber nicht spielen. Oh, guck mal. Da ist eine kleine tote Ratte. Oh, wie süß. Ist die tot. Von Mila. Olaf, wenn du das liest, ich denke, etwas ist in deinem Haus. Ich meine, sieh dir die, ja, die Essteller an. Ich habe so viel Angst. Ich habe etwas in diesem Raum hinterlassen, das dir helfen könnte. Ja, und was? Geht okay, die Tür ist zu. Habe ich den Schlüssel? Nein, habe ich nicht mehr. Vielleicht im Schrank? Frische Hemden. Ich glaube nicht, dass mir das hier hilft. Und da ist auch nichts. Okay. Etwas in diesem Raum. Es ist mir so klar gewesen, dass da in einem Bild was ist. Ah! Was war das für ein Geräusch? Oh, mir läuft es gerade ein bisschen den Rücken runter. Eine Brechstange, sehr schön. Okay, ich habe jetzt halt damit die Tür aufgeschlossen, sehr gut. Hi, was stehst du da eigentlich mitten rum? Ah! Oh! Die Sau, der hat gewusst, dass ich hier mal die Köpfe abnehme. Boah, du mich auch. Wie gemein. Oh, leck mich. Ganz ehrlich. Boah, nee, jetzt kommen diese Leichen und lecker Pilze. Kann man die essen? Nö. Matschi, Matschi. Boah, wie das anhört. Lauft ihr mal über so ein paar verwesene Leichen drüber. Das ist bestimmt nicht lecker. Ah, Moment, oh, mir kribbelt es gerade auf dem Kopf. Ich dachte, da krabbelt wirklich was. Oh, so eklig ist das. Ah, nein, 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 nein. Nein, nein. Nein, 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 du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Nein, ich habe mich selber mit eingesperrt. Oh. Alter, habe ich noch was? Ja, ich habe Laudanum. Geh weg, verpiss dich. Oh. Ja, Mann, warum hat es nicht gereicht? Ich bin weit gekommen. So, Augen zu. Oh, die brennen eh schon. Es ist schon wieder spät, Leute. Komm, mach Licht. Oh, ich sehe es wieder. Wie eine Supernova, die sich in meine Netzhaut brennt. Warum bin ich wieder hier? Och, kommt, Leute, nicht schon wieder von hier. Was soll das denn? Ja, jetzt darf ich halt nochmal den ganzen Weg. Habe ich den Schlüssel noch? Nö. Bin wohl auf demselben Stand wie eben, nur dass ich jetzt hier unten wieder anfange. Super gut, super gut. Die Tür ist auf. Und die ist auch auf. Und die roten Kerzen sind immer noch da. Und die Rüstungen sind auch noch da. Boah. Gut. Hoffentlich ist der Zombie jetzt weg. Ich habe keinen Bock, den nochmal zu begegnen. Ich weiß halt auch nicht, was ich machen soll. Der tötet mich ja sofort. Okay, er ist weg. So wie sich das gehört. Alles klar.
die Tür. Hallo? Oh, da liegt überall. Was? 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 Mir gefällt das hier nicht. Ich finde das nicht lustig. Okay, da ist nichts. Ich sage ja, ich mag diesen Lichtkegel nicht. Den von der Laterne, den finde ich besser eigentlich. Diese Lumineszenz um mich herum. Ah! Ah! Oh, nö! Oh, ich weiß, dass ich nicht weit gekommen bin. Die haben damit so... Als würde der mich kennen, dieser Creator. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Der... Oh, ja, komm. Wahrscheinlich wieder ganz von unten, oder? Ja, natürlich. Och, Leute, komm, also ein bisschen mitdenken können hättet ihr schon. Einfach mal den Checkpoint woanders hinsetzen, ne? Naja, dann halt nochmal Treppen rauf. Und diesmal lasse ich die Schränke zu, oder? Was meint ihr? Ne, ich mach's auf. Natürlich mache ich's auf. Die Neugier gebietet es. So, hier durch. An denen vorbei. Hier durch. Und dadurch. Wenigstens sind die Türen alle auf. Dann spart mir das noch ein bisschen Zeit, die ich bräuchte. Ja, ja, ich laufe jetzt hier im Dunkeln durch. Ist mir egal. Ich kenn's ja. Ihr auch. So, jetzt. Dreckvieh. Ey, ohne Witz. Ohne Witz. So eine Sau. Da ist nichts drin. Wunderbar, dann passt das doch. Jetzt haben wir hier auch nichts. Boah, wett mal, da kommt gleich wieder einer. Hallo, gehst du auf? Nö, tut sie nicht. Hä? Ich sehe doch was Leuchten da drin. Habt ihr das auch gesehen? Seht mal. Ja, klar ist da was. Aha. Hat die Schublade verbuggt, das Laudanum. So. Und du auch noch. Haha. Kein Zombie-Kopf. Was ist das denn hier? Weg mit dem Mist. Okay. Es ist mir ein bisschen verdächtig, dass da jetzt... Nein! 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 Oh, nein, nein, nein! Oh! Oh ja! Der eine trifft mich noch, verdammt! Okay. Aber hier kriege ich ein bisschen Öl. Yay! Deswegen habe ich extra so lange gewartet. Ich habe es mir schon gedacht, ich wusste nur nicht, dass es ganz auffüllt. Was ist das denn für ein Schlüssel? Gar keiner, also steht nichts drauf. Sehr schön. Achso, Door is locked. Jetzt nicht mehr. Ja, ja, ja. Ich hasse es zu sagen, aber mach dich bereit, wenn du eintrittst. Oder bereite dich darauf vor. Okay. Oh, diese Geräusche, ne? Die sind mir richtig unheimlich. Hi. Ich mach das so gerne, denen die Köpfe runterreißen. Moment, bevor ich da reingehe, kann ich hier raus? Was? Ach ja. Verzieht euch doch. Kann ich da nicht? Nee, kann ich nicht. Oh Mann, diese Rüstungen, die machen mich echt fertig. Die machen mich echt kirre. Hi, hier ist auch der eine Raum. Kann ich auch genauso gut hier reingehen. Ja, ist ja gut. Jetzt macht nicht so viel Plärre da. Oder gibt's denn nochmal Öl, sag mal? Oder? Ja, einige Tropfen Öl. Gut, das werde ich mir gleich schnappen. Erstmal hier umschauen. Oh, hi Alexander, du Arsch, du hässlicher. Der ist so hässlich, ne? Oder einfach nur ein hässliches Bild von ihm. Aber ich denke mal, das gibt sich nicht viel. Der ist einfach bäh, der Typ. Oder flackert's schon? Den alten Scherz kennen wir auch, dass der sich verändert, wenn man irgendwie was macht oder so. Och, Schränke, also in dieser... Mod! Hasse ich Schränke. Oh, das war nur die Schaufel. Ne, in dieser Mod hasse ich Schränke wirklich. Aha. Habt ihr gut versteckt. Aber die Tricks kenne ich alle schon. Genauso wie unterm Bett oder hinter Bildern, ne? Das machen sie auch sehr gerne. Hier aber nicht. Ey, ohne Witz, ich habe keinen Bock, den Schrank aufzumachen. Nein, ich habe keinen Bock, den aufzumachen. Und warum ist dann komische Aus... die sind so hässlich. Ausgestopfte Tiere. Och, Mann. Hi. Laudanum. Okay. Es passiert doch wieder irgendwas, wenn ich den Mist jetzt lese.
Es gibt kein Entkommen. Du bist hier gefangen und wirst hier sterben. Okay. Ich glaub's euch. Och Mann, ich hasse sowas. Das sind so diese Jumpscares. Also, das ist nicht so dieses. Hört ihr? Keine Musik, gar nichts. Das sind halt so diese. Man wartet nur drauf, dass was kommt. Und dann kommt's, wenn man im geringsten Moment damit rechnet, eben. Das ist so richtig dieses Dead Space Phänomen. Manchmal deutet auch was an. Das ist eben das, was ich immer so vermisse bei diesen Custom Stories. Es wird nie was angedeutet. Es passiert einfach was. Ich würde so ganz fies so die ganze Zeit so ein Grummeln oder was einbauen, so eine bedrohliche Musik. Und dann irgendwann würde ich die verstummen lassen und dann eine Minute später, bam, riesiger Erschrecker. Ja, Leute, das würde ich tun, wenn ich eine Custom Story bauen könnte, aber ich kann das nicht. Ich habe da keine Geduld für und zu wenig Inspiration. Aber so Sachen, so einzelne Dinger, so einzelne Schocker würden mir da schon einfallen. Fände ich sehr gut. Aber nee, ich habe da echt nicht die Geduld und die Zeit, mich da mit groß hinzusetzen und so ein Ding zu basteln. Was ist denn das für eine komische Architektur hier? Überall sind komische abgeschnittene Pixel. Und der Gang ist auch total unnatürlich. Und ich laufe die ganze Zeit langsam rum. Was? The lock on this door can maybe be picked. Okay, also ich kann es wohl knacken mit irgendwas. Nur mit was? Lass mich raten, das ist ja so ein Multitool hier, diese chirurgische Nadel. War da eben was? Durch diese Texturen denke ich immer, da ist irgendwas, seht ihr, weil kurz irgendwas aufblinkt oder so, keine Ahnung. Ich habe da schon eine Ahnung hier hinter. Hier rauf oder so. Oder im Brunnen selbst, das könnte ich mir auch noch vorstellen. Guten Tag, Ihren Kopf bitte. Guten Tag, mein Herr, möchten Sie gerne ablegen? Ja, bitte, meinen Kopf. Ah, sehr angenehm. Nehme ich doch gerne mit und häng's an die Garderobe. Den Mist. Na komm. Na, komm du auch noch. Der letzte. Haha. Kein Kopf. Ja, ich mache schon die Lampe aus, ich weiß. Alles Ölverschwendung, Erderwärmung und so weiter. Soll uns aber hier mal nicht interessieren. Diese Brunnen, die sind meistens sehr verdächtig. Sehr verdächtig. Eigentlich ist da nichts. Ach, diese hässliche Fratze wieder, ne? Da ist nix. Hallo. Ja, ich könnte wetten, in dem anderen Raum war noch was. Habe ich bestimmt nicht alles durchsucht, weil ich habe irgendwie so ein bisschen was vermisst da drin. Also irgendwie wieder so ein Jumpscare oder wieder so eine. Irgendwas, was mich wieder erschreckt bis ins Mark. Ein Besen. Ich nehme dich mit, Besen. Oder auch nicht? Wohl eher nicht. Ich ziehe mal alle Bücher. Da war doch was. Aha, da ist doch was. Ist doch was. Eine hohle Nadel. Ah, Leute, ich hab sowas von gewusst. Ich hab so gewusst, dass da eine hohle Nadel oder sowas ist. Das ist immer so. Was anderes haben die nämlich nicht, außer diesen Dingern als Dietrichen. Ja, okay, komm. Ich kann es mir erlauben. Ich habe ja gelesen, sie sollen nicht allzu lange sein, aber irgendwie geht sie jetzt doch schon ein paar Minuten. Also unter kurz verstehe ich so eine Viertelstunde, aber das Ding hier, das ist ja. So. Ja, klar geht das. Natürlich kann ich die hacken. Oder ja, hacken. Natürlich kann ich die Tür knacken. Gut. Oder nicht gut. Hier ist es irgendwie viel zu hell. Das macht mich so ein bisschen stutzig. Und wieder rote Kerzen. Ja. Weißt du was? Da gehe ich jetzt nicht ran an diese Laterne. Oder na, Laterne an diese Fackel, weil ich weiß ja. Manchmal ist es nicht gut, wenn man zu neugierig ist in diesen Dingern hier. Okay. Hallo. Guten Tag. Oh, nicht schon wieder. Ja, die ist aber leer. Ah! Was? Oh ja, gut, dass ich das Ding vorher aufgemacht habe. Ist mir jetzt wieder was entgegengekommen, ne? Ne? Ja, ich kenne meine Pappenheimer schon. Du hässliches Ding mit Pullermann. Hihihi, kleiner Pullermann. So. Ah ja. Ein Gefängnistürschlüssel, also ein Zellenschlüssel.
Na, na. Wie gesagt, was mich immer am stutzigsten machen würde, die ganzen Fackeln, die hier angezündet sind. Was bitte? Warum? Das ist doch eine Zellentür. Ach, Menno, Leute. Aha, da geht's. Ah ja, was? Kann aufgebohrt werden, das Schloss. Für was habe ich jetzt den Zellenschlüssel, bitte? Ja, ich mache das trotzdem, auch wenn ich weiß, da könnte ein Zombie-Kopf drunter sein. Ah ja, was ist da? Oh. Schau mal ein bisschen Licht. Ah, noch mehr Laudanum. Ich brauche den ganzen Kram eigentlich gar nicht. Warum nehme ich das immer mit? Haha, Double Kill. Oder so ähnlich. So. Total sinnlos. Und wieder Fässer, ja. Fässer sind meine Freunde. Also ich habe keine Angst vor denen, aber PewDie anscheinend schon. Hahaha. So. Hier ist doch nix, Mensch. Was bin ich jetzt hier reingegangen? Für so ein bisschen Öl und Schnickschnack. Dann kann ich die Truhe verschieben da und irgendwie die anderen Dinger nicht. Fragen über Fragen. Nee, ich muss doch bestimmt. Das verstehe ich jetzt nicht. Warum? Ja, warum? Das ist doch eindeutig eine Zellentür mit Gitterstäben und so weiter. Geh doch auf! Ja, nee, will er nicht. Gibt's hier noch eine Tür? Ach so, ja. Haha, ich bin so doof. Ja klar, gibt's hier noch die Tür. So, bitte aufmachen. Nichts drin. Aha. Wieder ein verarschter Schrank? Nee, ist ein richtiger Schrank. Och, diese Kuh! Bin ich jetzt echt kurz ein bisschen zusammengezuckt. Hier haben sie alle Foltergeräte versammelt. Na komm schon. Na komm schon. Mein Öl ist bald leer, ich kann es schon riechen. Ja. Okay, Hebel. Was? Ach ja. Du kämpfst für eine Kuh. Ja, und was jetzt? Hallo? Oh ja, und da ist mein Öl leer. Sehr schön. Hülle, zieh! Und schieb! Schieb! Ja, ich weiß, ich habe noch ein Öl in der Tasche, aber. Ja, und jetzt? Das macht Spaß. Ui, ist das toll. Ja, was habe ich jetzt gemacht? Habe ich hier drüben irgendwas aktiviert oder so? Oh, ich will da nicht ran. Ah! Ich hab's gewusst. Verpiss dich! Da ich hau die Tür ins Gesicht. Genau. War das ein... Klar war das ein Fake-Zombie. Mann. Ich hab's gewusst, das ist nix hier. Nur eine blöde rote Fackel, verdammt. Okay. Ich nehm's doch, aber nur um kurz Licht zu machen. Für was sonst? Na gut, ich werde es wohl benutzen, weil hier ist es sehr dunkel. Oder kann ich das? Geht das? Geht das? Komm schon. Das Gute ist halt, man sieht die wichtigen Gegenstände auch im Dunkeln sehr gut. Ah ja, warte. Bohrer? Nö. Aber Öl. Noch besser. Noch Becher. Noch besser. Ich weiß, ich habe immer noch nicht die Logik hinterfragt, warum man hier in einer Taschenlampe Öl hat, aber das tue ich schon lange nicht mehr. Bei solchen Spielen, da sollte man nicht nach Logik fragen, ihr wisst ja. Bei Videospielen macht das ganz selten Sinn. Und man tritt nur in Fettnäpfchen, wenn man da irgendwie sowas anbringt als Beispiel. Gut. Aber jetzt, Bohrer, aufbohren. Und weiter geht's. Ach ja. Genau, das habe ich mir eben noch erhofft, dass noch sowas kommt, bevor ich durch die Tür gehe. Eine Produktion von Frictional Games. Amnesia: The Dark Descent. Frictional Games. Thomas Grip, bla bla bla. Ja, Leute, dann hat's sehr abrupt geendet, habe ich jetzt nicht gedacht. Aber ist auch nicht schlimm. Bin ja schon wieder recht müde. Oh Gott.
Und ich wünsche euch was. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Waren ja einige lustige Schrecker dabei. Skripts waren auch nicht schlecht, muss ich sagen. Die Map, ja, war sehr klein, aber ist auch in Ordnung so. Alles klar, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, haut's rein.